Sehr gut. Und da gibt es hier direkt Erdbeeren daneben. Kann man dann... Na. Da kann man dann die Schweine füttern. So. Ebenen. Also ich gehe jetzt hier die Ebenen. Ich will das einebnen. Ebnen. So, das ist jetzt natürlich das Problem. Das kriegen wir nicht mehr so schön hin. Ich mach da den Weg. Denn da muss ich weiter reinhacken. Damit er richtig runterkommt. Ich finde den Staub so furchtbar, wenn man irgendwo draufschlägt, weil ich immer danach warten muss, bis ich was erkenne. Wie weit ich da noch runter kann und so. Oh, das war zu viel, glaube ich. Leck, hat er gerade gespeichert. So, ich ziehe mal hier die Grenze. So, damit die auch genügend Platz haben. Ein warte mal. Den Weg nach oben, den mache ich gleich noch. Also jetzt, nicht gleich. Nochmal, ich krieg den schön hin. Ohne dass das am Ende zu knapp wird. Einmal noch. Oh nein! Ich finde das eigentlich immer so hässlich, diese Schneisen. Müssen wir alles ein bisschen angleichen hier. Da noch einen nach oben. Jetzt bin ich tiefer, ne? Okay. Angleichen. Perfekt. Oh, der war wieder doof. Aber so ist nicht ganz so schlimm. Ach nee, der geht nicht mehr. Muss ich wieder hacken. Ah, diese Ecke noch. Hör ich da irgendwie einen Troll in weiter Ferne oder ist es draußen ein Auto gewesen? Die brummen ja auch so. Natürlich wäre es schön, wenn man jetzt hier irgendwie Wasser setzen könnte. Das vermisse ich eigentlich noch so ein bisschen. Und boop. Ja, ich muss mal hier... Ich weiß nicht, was hier liegt jetzt. Okay, war kein Metall mehr drunter. Herstellung! Jetzt kann ich losbauen. Endlich! Es gibt die Möglichkeit, den irgendwie da... Ah, so. Wo muss ich den dran halten, damit er da rein snappt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wo. Ah, so. Ja, aber nehmen wir mal an, da kommt die Tür rein... Schon recht klein, ne? Ich glaube, ich mache das hier noch ein Stück weiter.
Weil da soll ja noch so eine ganz kleine Hütte rein. Einfach so wie eine Art Futtertrog, was dann irgendwie sowas simuliert. Ja, ich muss immer wieder von unten gucken. Es geht leicht nach oben. Halt. Boah, wie viel hier noch möglich wäre. Oh. Jetzt hat er Hunger. Da liegt noch ein Stück Holz. Ja, diese Ecke muss ich dann doch ein bisschen anheben, weil ich vermute, dass sie dann gerne da unten drinne hängen. Die dicken Schweine. Geht ja auch noch von außen. So, dann schauen wir nochmal, wie das jetzt passt. War das schon alles? Was soll ich denn hier noch ein? Nee, mach ich nicht. Oh. Hat eine ganz komische Form dann irgendwie, ne? Müssen wir doch noch hier etwas anpassen. Oh, wie war das in Minecraft mit diesen Kreisen? Also warte, nur zum Verständnis. Da ist noch ein Winkel und eigentlich müsste der so. Dann geht das dann hier. Das ist jetzt ein rechter Winkel. Aber weil der Weg hier so schräg ist, möchte ich das nicht haben. Heißt, wir sind hier. Und haben wie viel gerade dann? Also auf dieser Seite 1, 2, 3, 4. Das wird aber groß. Wenn ich jetzt sage, ich gehe dann hier nochmal so 1, 2, 3, 4. Und jetzt machen wir einfach. Komm, dann gehe ich da halt noch ein Stück weiter rein. Passt schon. Zack. So, dann muss ich noch nach unten. Und da geht's Hacke wieder los hier. Wie gut, dass es echt nur ein Hügel ist. Ja, jetzt ist das ja eigentlich schon relativ gut angeglichen. Doof wird's nur wieder hinten, wenn es hinten nicht wieder runter geht, das irgendwie schön hinzubekommen. So, schauen wir mal. Wir haben in der Kurve jetzt 1, 2, 3. Hier sind es dann gerade 1, 2. Gerade, 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 1, 2. Irgendwo habe ich hier, glaube ich, ein Fail. Ah, dann muss alles nochmal weg.
Es ist doch alles in einer Linie hier, oder täusche ich mich hier bei dem? Nützt ja nichts. So. Genau gerade. Jetzt immer einen reindrehen. 2, 3. 4 Stück. 4 Stück. 1, 2, 3. Da müsste theoretisch hier schon gerade laufen. Hä? Ja, so ist es symmetrisch. Aber der ist ja... Habe ich einen Bogen drin in der Mauer? Weil so kommen wir ja gar nicht richtig dran. Da drauf. Da kommen wir nicht hin. Ich mache schon wieder so eine... Ich habe es immer mit den Parallelen. Das muss bei mir immer alles so schön parallel sein. Fünf. Warte mal, ich wollte noch einen sechsten in diese Richtung. Na, komm, tu es. Tu es einfach. Oh. Jetzt. Zwei in der Kurve drin. Dann gerade mit 1, 2. Warte, 1, 2, 3, 4. Oh, hier ist aber echt flach. Der geht nicht, da geht nicht dahin. Geh wieder an das Tor. Ich glaube, da hat er zu wenig Platz. Oh, mein Gott. Das. Ich komme auch selber raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe einen Denkfehler. Ich muss mal ins Bett. Das ist mir auch zu dunkel gerade. Oh. Kühles Wasser. Wunderbar. Ist auch so schwül hier gerade bei mir. 27 Grad und draußen sind 25 Grad. Fenster auf lohnt aber nicht, da ich einfach keinen Durchzug rein bekomme. Oh, da oben muss ich hin. So, der ist ja wirklich im 90-Grad-Winkel hier an der Mauer dran. Oder habe ich hier wirklich... Hier, guck mal, die ist schnurgerade bis da hinten hin. Sechs. Kurve, Kurve. 1, 2, 3, 4. Kurve. 1, 2, 3, 4. Kurve, Kurve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wären wir hier. Ich glaube, das Problem ist, dass einfach noch ein Winkel fehlt. Das muss das Problem lösen. Ich glaube, also das heißt hier, 3 Kurve hatten wir aber auch schon, glaube ich, ne? Ja, so klappt das dann. Aber genau so will ich es ja nicht. Dann lassen wir das jetzt so.
Das finde ich hässlich. Da machen wir dann hier noch einmal so. Nein, ausgerechnet hier sind die Büsche im Weg. Warte mal. Sind auch noch genug andere, ne? Ich hoffe, die anderen Büsche sind auch Bären, Erdbeeren. Erdbeeren? Ja, Erdbeeren. Hallo? Hallo? Meine Axt kaputt, oder? Ach nee. Ja. Axt meine ich, Bauhammer. Bauhammer meine ich. Okay, Leute, ich mache mal hier einen Cut. Wird spät. Aber im nächsten Part geht es hier weiter. Ich bedanke mich auch darin. Bis dahin. Tschüss.